Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Etappe der Vuelta Comunidad Valenciana. Heute geht es von Valencia nach Valencia. Es ist die Abschlussetappe dieses Rennens. Und wir haben ein ganz klares Ziel heute vor Augen. Das habe ich schon mal angesprochen, von daher werde ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Stefan Schumacher, der deutsche Veteran, und Ovechkin, nicht zu verwechseln mit dem Eishockeyspieler, machen sich auf die Flucht, die beiden versuchen es wohl zu zweit, wie es aussieht, wird sich wohl keiner mehr, doch, da kommen sie, da kommen schon noch ein paar andere mit dazu, die sich hier mit dazu gesellen wollen. Und dann schauen wir mal, auch Saez von Kaya Corral versucht, dann schauen wir mal, was das hier so gibt in Sachen Ausreißergruppe. Saez probiert es nochmal. Rosen geht da auch mit. Dann schauen wir mal, was das hier gibt. Ja, heute, wie gesagt, es gibt für uns nur ein Ziel. Und das ist der Tagessieg. So, weil ich nochmal schauen wollte, Berhane. Lohnt sich das, mit ihm zu Ende zu fahren? Ja, eigentlich schon, ne? Er ist 20. meine ich. Aber ob das noch Punkte gibt? Aber jetzt halt unser Mann für die Gesamtwertung. Komm, wir geben mal nicht auf, wenn es ihm noch ganz gut geht. Er hat halt in der letzten Folge schon gesagt, dass es ihm nicht so geil geht und dass er überlegt, ob es besser wäre, das Rennen aufzugeben. Ja, an sich wäre ich da auch voll bei ihm. Nur das Problem ist, es ist jetzt halt die letzte Etappe und er ist halt der Bestplatzierte in der Gesamtwertung mit Platz 20, was jetzt echt nicht so schlecht ist. Das möchte ich jetzt nicht einfach von Bord werfen. Von daher würde ich sagen, schauen wir erstmal, ne? Warten wir erstmal ab. So, die Etappe können wir ja mal an sich schön schnell laufen lassen. Schauen wir uns kurz mal die Spitzengruppe an. 7 Fahrer sind. Sie haben Ovechkin, der ist 49. Saez aus der Kaya Corral Mannschaft. Rosen. Dann Stefan Schumacher mit dabei. Skujens aus Lettland. Restrepo. Paredes und ich glaube, das war es auch schon, jawohl. Das heißt, Restrepo, wenn ich das hier richtig gesehen habe, ist der Beste in der Gesamtwertung. Er ist 43. mit 4 Minuten 7 Rückstand. Also ziemlich unwahrscheinlich, dass er heute nochmal großartig auftrumpfen kann. Sultan Al-Hamadi ist heute mit dabei, hier in der Aufreihung der Fahrer sozusagen. Wird heute also ein bisschen arbeiten für unser Kapitän. Für Mohamed Al-Mouravi. Und ich bin mal gespannt, wie er sich heute schlägt. Das letzte Mal lief der Sprintzug verdammt gut. Und darum habe ich Hoffnung, dass es heute ähnlich gut läuft. Vielleicht. Al-Mouravi ist in seiner Topform. Das spricht natürlich sehr stark für ihn, muss man sagen. Aber mal schauen. Jetzt gibt es erstmal die einzige Steigung des Tages. Ein Berg der dritten Kategorie. Also wirklich nichts Besonderes. Aber wir schauen natürlich trotzdem mal, was dort so passieren wird. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen früh. Ja, auch nix. Und Flaschen holen ist dennoch eine wichtige Angelegenheit. Darf man nicht missachten. Ja, mal gucken, was heute gehen kann. Ich meine, der Hügel, der wird Al-Mouravi wahrscheinlich ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen, wie ich ihn kenne. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann noch weit genug bis ins Ziel, dass er sich dann nochmal wieder erholen kann, sag ich mal. Ja, die Bergwertung. Wenn er das Ziel erreichen sollte, wird wohl an Michael Wallgren gehen aus der Kaya Corral Mannschaft. Also hier, herzlichen Glückwunsch Terol P, ne? Weißt du Bescheid. Und Dylan van Baarle fällt zurück, warum auch immer. Hat er vielleicht Probleme oder hat einen Defekt? Ich weiß es nicht. So. Ich würde sagen, Al-Hamadi kann auch gleich mal ein bisschen mehr Druck nehmen. Ich hoffe, die Ausreißergruppe wird eingeholt. Es sind ja nur 7 Fahrer. Es ist ja jetzt nicht so die Welt. Es sind auch nur 2 Minuten 16, die sie an Vorsprung haben. 44 Kilometer vor dem Ziel sollte das schon machbar sein. Al-Mouravi, dem geht es auch noch sehr, sehr gut. Passt alles. Sollte dahingehend kein Problem werden. Zumindest mal bis zum Sprint durchzuhalten. Vorausgesetzt, die Ausreißer wehren sich jetzt nicht übermäßig viel. Dann kann es natürlich sein, dass das Rennen nochmal richtig schnell wird. Und damit auch für Al-Mouravi nochmal richtig anstrengend. Momentan sind es 2 Minuten Vorsprung bei 34 noch zu fahrenden Kilometern. Was geht denn jetzt eigentlich ab?
Irgendwas ist da gerade passiert. Ein Defekt oder so? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sagen wir, Al-Hamadi mal soll Gas geben. Wer ist jetzt hier vorne mit dabei? Berhane ist mit dabei. Das ist gut für uns. Es sind halt nicht viele Sekunden Abstand, aber es ist ein bisschen Abstand. Reicht mir ehrlich gesagt schon. Probieren wir es mal, diesen Vorsprung zu halten, bevor da die große Gruppe wieder rankommt. Al-Hamadi macht jetzt Druck vorne. Der ist halt nicht der beste Fahrer, wird das nicht ewig durchhalten, schätze ich mal. Aber vielleicht kriegen wir Hilfe, Simon Geschke geht mit vor. Aber jetzt sind wieder einige dran und ich glaube, das war's auch schon, ne? Ja, das Feld ist wieder komplett, schade, schade, schade. Hätte man ja ausnutzen können, aber nein, war ja nix. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht hat jemand einen Effekt gehabt. Keine, weiß ich wirklich nicht. Van Baarle weiß ich nur, ist immer noch hinten. Und Al-Hamadi ist ganz vorne und gibt hier mal ein bisschen Gas. Ich hoffe, die Ausreißer werden eingeholt. Bisschen weniger als 2 Minuten sind's. Aber die halten gut dagegen. Ich würde so kotzen, wenn die Ausreißer durchkämen, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die schaffen es niemals, wenn ich drin bin. Aber wenn sie gegen mich fahren, ach, dann musst du sie mal durchlassen. Das wäre einfach schon wieder Betrug. Aber jetzt ist der Abstand schon tendenziell sinkend. 25 Kilometer sind es noch für uns. Für die Gruppe vorne sind es 23. Und Jordi Simon versucht sich jetzt auch mal vorne mit einzureihen, um ein bisschen Tempo zu machen. Klappt nur nicht so gut. 1,37 Vorsprung. Also der Vorsprung schmilzt jetzt noch deutlich. Wilco Keldermann macht hier das Tempo. Ich glaube, die haben Matthews dabei, ne? Michael Matthews, ja, da ist er auch schon. Der sich hier vermutlich schon mal in den Hinterrad begeben hat. Einfach, weil er weiß, was Al-Murawi für ein King-Sprinter ist. So, ich würde sagen, wir bauen schon mal langsam den Zug auf. Borkov folgt Smorka. Und Smorka kann ja mal Simon folgen. Und Simon macht dann doch keine Führungsarbeit, sondern bleibt hier einfach mal mit drin im Feld. Reicht ja schon. So wie es aussieht, machen die anderen Teams ja genügend Druck, um die Ausreißer einzuholen. Al-Hamadi darf ruhig nochmal Gas geben. Das finde ich sehr okay, wenn er das hier macht. Und Simon hält unsere Truppe ganz, ganz weit vorne. 1,21 noch, 15 Kilometer. Also es wird schon relativ eng, muss ich sagen. In sicheren Tüchern ist das hier noch nicht. Für unser Team. 13 Kilometer, 1,15. Ich hoffe, die kriegen die eingeholt. Sonst muss ich leider spontan einen Kotzanfall erleiden. 1 Minute, 10 Kilometer. Tendenz, es wird eng. So, Simon hängt sich gleich mal an Al-Hamadi dran. Dann würde ich sagen, machen wir es hier ganz bündig. Al-Hamadi jetzt vorne. Gibt Vollgas. Komm, scheiß drauf. Ich glaube, das hier war der Fehler, den ich damals gemacht habe. Bei der verkackten Ankunft mit Al-Murawi. Jetzt kommt Jordi Simon nach vorne, gibt Gas. Komm, wir wollen hier unbedingt diesen Win. Den wollen wir jetzt echt unbedingt. Aber die beißen da vorne, die kämpfen. Die halten den Abstand immer noch sehr, sehr weit oben. Aber die müssen auch irgendwann mal vom Kräfteverschleiß her. Muss man auch mal was merken, oder? So. Kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Smog, also was macht denn der hier? Was fährt denn der für eine Linie? Ist voll illegal. Smorka jetzt vorne. Aber die schaffen es, ne? Oder? Die sind halt auch unglaublich schnell unterwegs. Jetzt muss Brockhoff raus. Brockhoff muss jetzt raus. Muss jetzt hier richtig Gas geben. Und das auch ein bisschen durchhalten am besten. Schuster kann jetzt anfangen zu sprinten. Al-Murawi ist am Hinterrad.
Komm, 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 Alter. Nicht dein Ernst. Was passiert hier nun schon wieder? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, was hier immer abgeht. Schon wieder der Sprint total verkackt. Amoravi ist aus irgendwelchen Gründen viel langsamer als Brockhoff, obwohl es eine Sprintankunft ist. Die Tagesform stimmt. Ey, was weiß ich, was mit diesem Spiel falsch läuft. Es läuft einfach nicht. Mann! Ja, jetzt sehen wir nochmal den Sprint der Gruppe. Keine Ahnung. Restrepo gewinnt. Glückwunsch ans Team Katjuscha. Aber bei uns läuft es irgendwie so gar nicht. Ja, also Jonathan Restrepo gewinnt vor Wilma Paredes, Stefan Schumacher auf Rang 3, dann Skuyens, Rosen, Ovechkin, Zayas, dann Ewan, Alaphilippe und Kuznetsov. Das war also die Top 10 am heutigen Tag, am letzten Tag der Vuelta Valenciana. Die Gesamtwertung gewinnt Tom Dumoulin die Rundfahrt vor Jesus Herrada und Roy Sutherland von dem Team Movistar. Roglic wird Vierter, Simon Yates Fünfter, Nibali landet auf Rang 6, dann Marc Soler, Lagutin, Javier Moreno und Chad Hager. Das sind also die Top 10 bei dieser Rundfahrt. Die Bergwertung holt sich also erwartungsgemäß Michael Wallgren von Kaya Rural. Glückwunsch, Pascal, vor Roy Sutherland oder Rory Sutherland und Pavel Brutt. Jordi Simon in dieser Wertung auf Rang 8. In der Punktewertung gewinnt Daryl Impey vor Jesus Herrada und Rory Sutherland. Die Nachwuchswertung holt sich Simon Yates vor Marc Soler und Lawson Craddock. Dort haben wir Luis Verwacker auf Rang 5 immerhin. Und in der Teamwertung gewinnt Lotto Jumbo NL vor Movistar und Sunweb. Kai Rural rückt nochmal vor auf Rang 4. Weil der BMC irgendwie ganz schön zurückgefallen ist, ne? Glaube ich. Na, keine Ahnung. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier beim Pro Cycling Manager, also Platz 22 mit Brockhoff, 26 mit Almoravi. Einfach scheiße. Brauchen wir nicht groß drüber rumreden. Das war einfach scheiße. Behane wird sogar 15. am Ende. Keine Ahnung, irgendwie müssen heute einige gestürzt sein oder so, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Behane sogar 15. am Ende geworden. Das ist ja sogar noch einigermaßen gut. Weiß zwar nicht, wo der heute die 5 Plätze gut gemacht hat, aber okay. In der Gesamtwertung ist er damit der drittbeste nach Simone Ponzi und Lagutin, der irgendwie extrem gut gefahren ist. Der 36-jährige Russe, aber gut. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann zur letzten Etappe der Herald Sun Tour. Und dann haben wir diese ganzen frühen Rennen auch schon wieder abgeschlossen. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte.